Moin Mädels, moin Jungs. Herzlich willkommen zum Prison Simulator Prologue. Nachdem wir bei Police Simulator rausgeflogen sind aus Gründen, hier vielleicht nochmal eine kleine Rückblende. Nein. Hey, hey, stopp, nein. Hey, Polizei! Bleibst du wohl stehen? Halt, stopp, halt, stopp. So. Hä? 35, oh nein! Sikowski, kannst Bus fahren. Müssen wir uns jetzt hier irgendwie durchboxen? Mann, kann man mir die scheiß Mucke hier ausmachen? Das kann sich ja keinen Schwanz geben. So, warte, weg. Wurden wir jetzt versetzt ins Gefängnis direkt rein zu den Häftlingen? Und da dachte ich mir, vielleicht ist die Püschel nicht unbedingt die beste Methode, die Leute im Zaum zu halten. Deswegen habe ich mir eine Axt mitgebracht. Unsere Marke haben wir natürlich. Fesseln fehlen uns leider immer noch. Ist das Fesseln? Handschellen, ne? Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir können als Beamter, Sergeant... Achso, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ja, wir gehen natürlich als Sergeant rein, so normal wahrscheinlich. Normal, oder? Gefangenen-Editor. Aha. Ja, okay. Mir ist das aber alles scheißegal. Ja, Thomas, Josef, Kevin, Trevor, Brian, Anthony, Pop, Ricky, Ivan, Julian, Giles, Braun, Christopher. Ich könnte jetzt noch so umbenennen. Ich habe das bei Henno gesehen. Machen wir nicht. Ja, wir gehen voll zufällig, Digga. Man könnte die jetzt noch voll editieren, aber ich muss sagen, mich juckt das jetzt nicht. Dann würde ich hier die Hamburger nehmen und hier die Bremer. So, die Bremer, die brauchen aber auch ein cooles Symbol. Dann nehmen die Bremer mal den Wannabe-Fisch. Die Hamburger, die müssen irgendwas nehmen, was richtig scheiße ist. Oh ja, das sind die Hamburger. Oh ja, die Hamburger sind die Fepper und die Bremer, ja, die Bremer sind wie Revi. Na, eigentlich müssen wir es austauschen. So, wir sind die Bremer, also ich bin Bremer sozusagen. Ach, willkommen zum Prolog des Prison Simulators. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Ihnen für den Tag zugewiesenen Routinen auszuführen. Überprüfen Sie Ihre Liste im Journal. Standardmäßig Jay. Spiel wieder aufnehmen. Er hat nur 42% Respekt vor mir. Melde mich zum Dienst. Entspann dich, nenn mich Richard. Wir sind im Dienst, aber wir halten uns nicht so sehr an die Formalitäten. Erstmal hier mein Wasserweg. Ich habe ja hier meine Jacqueline dabei. Und Jacqueline hat mich noch nie enttäuscht. Wirklich nicht. Großartig, es gibt nichts zu befürchten. Es ist ein friedlicher Job. Du bist dem Team einer kleinen Krise beigetreten. Pass auf dich auf und achte auf die Gefangenen. Okay, los geht's. Komm schon, folge mir. Ja, dann halt uns im Sabbel. Büro des Direktors. Wieso denn das Handtuch werfen? Wieso denn nach Alaska? Was ist das denn für eine Sprache? Moin, Meister! Ein Neuer, schön dich zu sehen. Wie gefällt es dir hier? Wo ist das Klo? Was sind meine Pflichten? Du wirst viel zu tun haben, aber gehen wir mit dem, was du heute machen musst. Okay, am Morgen kommt ein neuer Gefangener. Du musst dich um ihn kümmern. Prüfe seine Dokumente, also die Fingerabdrücke, Ausweise, Daten, alles, was möglich ist. Wenn das passt, dann schickst du ihn in den Zellenblock. Als nächstes können die Jungs auf den Hof Block B. Kann wirklich vieles durcheinander bringen, also sei vorsichtig. Dann halt doch die Schnauze! Scheiß Chef, Alter! Am Nachmittag kommt eine neue Lieferung mit Familienmitgliedern. Eine Lieferung mit Familienmitgliedern. So ein Amazon-Paket oder was? Jetzt brauchen wir jeden Cent, um das Gefängnis zu renovieren und neue Ausrüstung zu kaufen. Alter, was macht er? Warum singt er so? Was? Kann's gehen, ich habe zu viel zu tun. Yeah, Digga. Waffen? Knüppel. Dies ist deine standardmäßige Waffe für den ersten Angriff. Was ist das für ein Bild? Was ist das für... Um anzugreifen, drücke die zugewiesene Taste, linke Maustaste. So, Chef, ich habe jetzt einen Knüppel. Guck mal. Kannst du diesen Charakter nicht angreifen? Ah! Ich dachte, ich kann meine Leute nicht angreifen. Scheiße, der ist jetzt sauer. Hilfe! Chef, der will mich hauen. Chef, Chef! Ah! Nein! Scheiße! Nee. Auf die Büchse!
Bitte findet mich nicht. Gegenstände essen. Immer wenn du Hunger hast, kannst du etwas essen. Das stellt auch deine Gesundheit wieder her. Ich hab kein Geld. Doch, ich hab Geld. Auch Essen. Auch diese Chocolate Bar. Hat sich nicht beruhigt. Scheiße. Ah! Oh. Jesus. Erstmal ein Snickers. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder rein, ohne dass er da auf mich ein... Scheiße! Ah! Den habe ich doch gerade losgeworden. Schnell, hier, die Leute verprügeln. Halt doch mal. Hör doch mal auf jetzt. So. Alter. Okay, er hat sich beruhigt. Meine Fresse nochmal. Also ich und meine Freunde glauben nicht, dass du diese lange Hantel 15 Mal in 60 Sekunden heben kannst. $50. Die Pfeiltasten? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal die Pfeiltasten in der Hand hatte. So, 15. So, was ist da hin? Hier geblieben. Du hast mir mein Geld abgezogen. Gibst mir das sofort zurück, Digga. Ja, damit. Bleibst liegen. So, Routine, neue Gefangenen aufnehmen. Überprüfe seine Fingerabdrücke, den Namen und die ID-Nummer des neuen Gefangenen. Wenn alles in Ordnung ist, bestätige das Dokument. Sabine, bitte einmal an die 2, bitte. Ich brauche ein paar Kondome. So, Helmut, sag doch mal. Helmut Robinson. Das scheint ja identisch zu sein. 10 Jahre wegen Vergewaltigung. Du hast ja auch verdient. Das ganze Leben mit Idioten. Du hättest du eine Schnauze! Oh, lecker Milchriegel. Den nehmen wir ihn erstmal ab und den knallen wir uns selber in die Rüstung, na? Helmut, wegen Fett! Hast du genug? Ob du genug hast? Wer bist du denn jetzt? Das ist schon der Nächste, ne? Sabine, kannst du ihn abholen? Der kommt in A. Was hat er denn? Raubüberfall? Auch 10 Jahre. Aha. Eines Tages war ich im Café und sah eine schöne Kellnerin. Ihre Augen waren so schön. Ah, wir investigieren. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Sie war wunderschön. Andrew, so geht das nicht weiter! Wenn du mir eine Geschichte erzählst, dann wenigstens eine lustige! Arschloch! Hast du dich wieder beruhigt? Was hast du dabei? Oha! Kirschbonbon? Das sind doch Drogen! Das ist doch Marihuana oder so! So, da steht Kirschbonbon drauf, aber da sind doch Orangen drin! Da steht Cherry! Und da ist Orange! Und Melone! Hier, nimm hin da den Scheiß! Sabine! Hol mir den Andrew hier ab, danke! So. So, Freunde, jetzt ein paar Körbe! Was für ein Scheißball, du! Gut. Ich würde sonst mal Schießtraining machen, oder was? Hallo, willst du Dart spielen? Ich kenne viele Varianten des Spiels. Welche willst du versuchen? 501. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Oh, da müssen wir ein bisschen höher. Ah, ein bisschen tiefer. Mit der Stärke. Scheiße! Aber 3x20 ist okay. Ey, der ist aber auch nicht schlecht. Ach, du Schande! So, jetzt hier, pass mal. Morgen wieder, okay. Oh, ja. Hey, du stehst im Weg, du Dödel! Ich hab die 100, ich hab die 60 getroffen. Ja, da ist die 60! Da, seht ihr das? Nochmal eine 60, komm! Schade. Jetzt müssen wir langsam überlegen, wie wir rauskommen, ne? Da werfe ich eine 60. Ich flipp aus. Schon wieder! Das ist ja wohl... Du hast mich beschissen! Beschissen hast du mich! Kleiner, stinkiger, blöder Arschgesicht-Boy! Komm her! Kackte Bescheißung! Ah! Ah! Neuer Tag, neues Glück, oder was? Hallo, Richard hat mir gesagt, dass ich mit dir reden muss. Warum? Ein Tipp, der sich übrigens als sehr nützlich erweisen sollte. Gefangene sind für gewöhnlich nervös. Versuche also Konflikte erst mit einem Gespräch zu lösen. Ich kann dich unterrichten, aber du brauchst zuerst 2 Dinge. Fertigkeitspunkte und Geld? Hä? So, aktiv oder passiv? Ja, wir nehmen hier den aktiven Skill. Achso, nee, wir können sogar beides nehmen. Geil. Und geil! Okay, öffne den Deckel des Pakets, um mit der Durchsuchung zu beginnen. Ah, kein Problem. So, gib mal her hier die Ruthies. Alter, die gibt's ja wirklich. Ich würde die halt einfach gern behalten. So, hier scheint ja alles in Lot zu sein, ne? Sind das für Tabletten? Die sehen aber anders aus. Okay, scheint in Ordnung zu gehen, das Paket. So, aha, da ist doch bestimmt was drin, oder? Aha, das haben wir doch schon gesehen. Das nehmen wir uns mit. Das brauchen wir selber. For broken heart and other heart problems. Deep. Und, was haben wir noch? Ich will jetzt mal, dass da was drin ist hier. Aber da ist nie was drin. In der Schoki ist auch nichts drin. Auch nicht. Ist ja der Hammer.
Was ist das Problem? Over! Wenigstens eine verantwortungsbewusste Person in diesem Drecksloch. Irgendein hat die Gefängnisschlüssel verloren und es gab nur einen Satz. Alarm! Alarm! Knüppel aus den Sack! Schnauze halten! So, hier ist aber... Ah, hier, guck mal. Zack, Schlüssel direkt gefunden. Der Elektroschocker überwältigt die problematische Gefangene schneller und effektiv. Weiter! Bist gerade am Scheißen? Zack, weg mit dir! So. Oh, ich habe hier auch noch so ein geiles Spray, sehe ich gerade. Bist du am Pissen oder was? Warte mal, kann ich auch meine Leute hier tasern? Ihr Idioten! Das Maul! Ah! Lass mich rein! Ach, zu! Ah! 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 Hilfe! Oh, Entschuldigung! Wollte ich nicht! Scheiße! Hilfe! Nein! Ey, Jungs, war nicht so gemein! War nicht so... Ah! Ah! Ah!